Oh, das ist Lilly. Ich habe eine Idee, Mama. Ich räume den Tisch ab und gebe das anschließend in die Spülmaschine und du kannst dich um Lilly kümmern. Oh, super, mein Schatz. Du bist für mich eine sehr große Hilfe. Ach, Mama, das mache ich doch gern. Papa kommt sowieso gleich von der Arbeit. Vielleicht kann er dir ein bisschen helfen. Ach, passt schon. Kümmer du dich schön um Lilly. Hallo, Lola. Hallo, Papa. Na komm, ich helfe dir. Jetzt sind die Hausaufgaben dran. Am besten mache ich die Mathehausaufgaben als letztes, denn das macht mir am meisten Spaß. So, Hausaufgaben sind erledigt und jetzt muss ich nur noch früh ins Bett gehen, dass ich morgen ganz fit bin. Ich bin jetzt auch schon ziemlich müde. Am nächsten Tag. Guten Morgen, Lilly. Guten Morgen, Mama. Oh, was ist denn los? Du bist heute so früh dran. Ich konnte heute kaum schlafen, weil ich ein bisschen aufgeregt war. Ich habe heute gar keine Lust auf Schule. Obwohl wir eigentlich heute eine Doppelstunde Mathe haben. Das, was mir immer am meisten Spaß macht. Am allerliebsten würde ich nur noch Matheunterricht haben. Weißt du, Mama, ich verstehe mich so gut mit Frau Spinnennetz. Ja, Schatz, ich weiß, du bist die Lieblingsschülerin von ihr, weil du super in Mathe bist. Aber mach dir keinen Kopf, du musst nur stark sein, zu deiner Meinung stehen und vor allem lass dich nicht von anderen Schülern einschüchtern. Oh Mama, wenn es nur so einfach wäre. Ach, das wird schon. Hallo Melissa! Hallo. Ah, schau mal Melissa, die Streberin ist auch mal da. Mit ihren komischen Haaren. Lola, habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass du mit deiner Frisur so wie ein Baum aussiehst? Warum sagst du sowas? Das ist wirklich verletzend, sowas zu sagen. Hä, ja, wenn es so ist. Ich dachte, man soll immer die Wahrheit sagen. Ja. Das ist aber unfreundlich. Ich habe sowas zu euch nie gesagt. Ich könnte auch sehr viele Sachen über euch sagen, aber das mache ich nicht. Hm, versuch's doch, dann wirst du was erleben. Ach, ich habe keine Lust. Ich gehe in die Klasse, bevor es zu spät ist. Husch, husch, Lola. Geh schön zu deiner Lieblingslehrerin. Guten Morgen. Also, ich hoffe, dass heute die Hausaufgaben gemacht sind. Lola, kontrollier bitte die Hausaufgaben von allen. Und sag mir dann, ob alles okay ist. Na siehst du, Melissa, jetzt geht es wieder los. Melissa, dein Heft. Oh ja. Wenn du erzählst, dass meine Aufgaben falsch sind, dann kriegst du heute ein blaues Auge. Nein, alles gut, ich sag nichts. Blaues Auge? Dana, ich sag nichts. Frau Spinnennetz, es sieht alles gut aus. Was? Haben alle die Hausaufgaben richtig gemacht? Lola, das glaube ich jetzt aber nicht. Du kannst es mir doch erzählen. Nein, es ist wirklich alles richtig. Dann kontrolliere ich es selber. Aha. Aha. Na, immerhin einer, der ein bisschen was richtig hat. Moment, was ist das hier? Hier ist alles falsch, aber wirklich alles. Keine Sache ist richtig. Dana, zeig mal bei dir. Bei dir auch? Ich verstehe das nicht. Lola, du hast doch gesagt, dass alles richtig ist. Ja, ich habe vielleicht nicht so richtig kontrolliert. Okay, ich hatte Angst gehabt. Wovor denn? Ja, Melissa hat mir gesagt, dass sie mir ein blaues Auge verpasst, wenn ich die Wahrheit sage. Was? Ich bin fassungslos. Melissa, wie kannst du nur? Sind wir etwa hier beim Boxen? Ich will sowas nie wieder in meiner Klasse hören, ist das klar? Denn sonst gibt es einen Schulverweis. So, jetzt entschuldigt euch sofort bei Lola. Denn sie hat sowas nicht verdient. Aber aufrichtig. Ja, Entschuldigung, Lola. Entschuldigung. Oh, das kommt von draußen. Das ist mein Telefon. Ich muss schnell abnehmen. Ja, hallo, Spinnennetz hier. Ich wollte Sie fragen, kommen Sie jetzt eigentlich noch zur Verwaltung? Ah ja, stimmt, ich bin gleich da. Ich mache mich schon auf den Weg. Lola, ihr müsst jetzt im Buch die Seite 43, Aufgabe 7 machen. Und bitte erklär mal der Klasse den Rechenweg. Ich bin gleich zurück. Also Lola, ich vertraue dir. Ja, also, na dann fange ich mal an.
Die Aufgabe war ja Seite 43, Nummer 7. So, man fängt an, indem man die erste Zahl multipliziert. Und in diesem Fall wäre die erste Zahl die 11. Und dann multipliziert man's. Buh! Ja, und man macht das dann durch 6. Schlecht! Buh! Und ja, du kannst ja gar nicht erklären. Ja, und dann rechnet man das. Könnt ihr bitte aufhören? Nö, das macht uns Spaß. Aua. Kein Bleistift gegen mich werfen, okay? Erklär doch, wenn du das so gut kannst. Ja, und dann rechnet man 11 mal 6. Weiß jemand, was das ist? Das ergibt, Lola ist dumm. Jetzt lass doch mal die Lola. Sie hat euch wirklich nichts gemacht. Warum mobbt ihr sie die ganze Zeit? Das ist wirklich nicht cool. Weil es Spaß macht und sie hat sich das verdient, weil sie eine Streberin ist. Aber du verstehst das ja nicht, da du ja selber ein kleiner Streber bist. Pass du lieber auf, dass du kein blaues Auge kriegst. Frau Spinnennetz hat euch doch gesagt, dass ihr sowas nicht sagen dürft. Melissa, was willst du mit meinem Matheheft? Da sind doch alle Aufschriebe vom ganzen Jahr drin. Ja, wenn du mir folgst, dann kannst du es gleich rausholen. Rausholen? Von wo soll ich denn mein Matheheft rausholen? Na, aus der Kloschüssel. Ah, nein! Bitte mach das nicht! Schau mal, was jetzt mit deinem super Matheheft und deinen tollen Aufschrieben passiert. Tschüssi! Nein, warum hast du das getan? Lola, wo warst du? Ich habe gar keine Lust mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin weg. Ich kann das wirklich nicht aushalten. Lola, du kannst jetzt nicht einfach gehen. Oh Schatz, was ist denn los? Ich hasse diese Schule. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich werde die ganze Zeit so arg in der Klasse gemobbt. Och Lola, ich sag dir doch immer, sei stark. Ja, aber Mama, das funktioniert leider nicht. Ich habe gar keine Lust mehr. Oh nein, oh mein Gott, was war das? War das etwa ein Albtraum? Och nein, wie schrecklich. Das ist der schlimmste Albtraum, den ich je in meinem ganzen Leben hatte. Ich muss sofort Melissa anrufen. Melissa, ich muss dir etwas Schreckliches erzählen. Du kannst dir das nicht glauben. Ich hatte heute den schlimmsten Albtraum aller Zeiten. Oh, da bin ich aber gespannt. Erzähl mal. Und zwar habe ich geträumt, dass ich in der Schule so mega gemobbt werde. Das ist doch kaum vorstellbar. Und weißt du, wer mein größter Mobber war? Wer denn? Das warst du. Was? Ich? Niemals. Oh doch, im Traum warst du es. Du warst so schrecklich. Und als letztes hast du sogar mein Matheheft in die Kloschüssel geworfen. Ich habe so heftig geweint, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Und du warst so böse. Das ist unglaublich. Und Lola, wie konntest du überhaupt so einen Traum haben? Deine BFF würde dich doch nie mobben. Sind wir wirklich BFFs? Was? Zweifelst du daran? Ja, wenn ich an den Traum denke, dann schon. Aber nein, ich weiß, dass es nur ein Traum war. Aber der war wirklich heftig. Oh, ich wäre so gerne mit dir im Traum gewesen, um zu sehen, wie es in echt abgelaufen ist. Ich glaube, das willst du eher nicht sehen, denn ich habe richtig geheult. Oh, das hätte ich gerne gesehen, wie du so richtig schön heulst. Ich glaube nicht mehr in deinem Traum.